Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Trainspotting und ich hoffe mal, es ist für jeden so ein bisschen was dabei. Aus dem Bereich Nahverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr dürften wir einiges zu sehen bekommen. Gefilmt habe ich das Ganze an verschiedenen Standorten querbeet über die ganze Karte verteilt. Und wir hatten auch schon die erste Zugbegegnung. Die Folge könnte tatsächlich auch Zugbegegnungen heißen, denn da werden wir auch einige zu sehen bekommen. Durchfahrt eines Kieszuges in Sommersee. Alter Bekannter. Und unterwegs auf der Sommertalbahn in die andere Richtung, Richtung Sommersbach, einer der aktuellsten Bauabschnitte, eine Regionalexpress, der relativ mintgrünlastig unterwegs ist. Das sind alles Silberlinge in verschiedenen Lackierungen, für die, die es nicht wissen. Ursprungslackierung war eben, glaube ich, tatsächlich einfach diese silberne Optik, also daher wohl auch der Name. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt bis hin zum Einheitsbrei Verkehrsrot. Dann der nächste im Bunde passiert gerade im Moment Burg Sommersbach und fährt hier an den Weinbergen vorbei, einer der ganz aktuellen Bauabschnitte. Und der dahinterliegende Bauabschnitt nach der kommenden Kurve, das ist dann das, was ich euch in der nächsten Folge zeigen werde. Nächste Zugbegegnung hier, Güterverkehr trifft Nahverkehr. Moderne Lok trifft alte Lok. Schöner gemischter Güterzug hier. Locomotion dürfte das sein. Ich glaube, der 189. Schwer beladen. Und auch der passiert die Kurve und fährt weiter Richtung Sommersee. Hier nochmal die Burg im Vordergrund und eine der beliebten Trainspotter-Positionen hier auf der Brücke. Nächste Zugbegegnung. Güter trifft Güterzug. Repul 155. Auch ein alter Bekannter. Und auch ein gemischter Güterzug im Haken. Weiter Richtung nächsten Bauabschnitt. Auch der ist unterwegs Richtung Sommersbach in dem Fall. Und auch hier, ich kann mich nur wiederholen. Ich weiß, ich habe es schon sehr oft betont, aber gerade hier, wenn man so die Vegetation auch schön im Vordergrund hat, hier das farbenfrohe, bunte, es sieht einfach genial aus. Circa 20 Kilometer von Ennsbruck entfernt das Ganze, wie man sehen kann. Und dann machen wir auch direkt einen Standortwechsel. Nehmen mal kurz die Baureihe 140 in den Fokus, die hier gerade kurz hinter Sommerau die große Stahlbogenbrücke passiert. Und auch da zeichnet sich schon die nächste Zugbegegnung ab. Der nächste Regionalzug, Steuerwagen voraus. Geschoben von der wunderbaren Bahnland Bayern, Baureihe 111. Immer noch sehr bunt gemischt unterwegs, meine ganzen Regionalzüge. Und ich glaube, ich lasse die auch erstmal so. Mir gefällt das einfach gut. Dann hier findet noch der Gleiswechsel statt. Das war vielleicht so ein kleiner Planungsfehler, hätte man vermeiden können. Ist natürlich nicht ganz ideal, wenn die Züge hier die ganzen Schienen kreuzen. Da kann es halt mal zu Staus kommen, aber es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. So. Im Hintergrund Sommerau, der Knotenbahnhof.
wo gerade eine Intercity von der Schnellfahrstrecke kommt und hier Zwischenhalt hat. Eine Zuggarnitur, die sicherlich in den nächsten Jahren irgendwann Geschichte sein wird. Wer es nicht mitbekommen hat, die 101 steht ja kurz vor ihrem, naja, sagen wir mal, Lebensende. Keine Ahnung, was mit der da noch passieren wird. Vielleicht wird sie noch irgendwie so noch ein Downgrade, also mit runtergestuft, ist ja öfter mal so, dass hochwertige Loks oder Loks aus dem Fernverkehr dann einfach im Güterverkehr noch ein bisschen weiter fahren dürfen oder vielleicht sogar im Regionalverkehr. Aber ich glaube, man kann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass solche Züge in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr zu sehen sein werden. So, und auch der macht sich wieder auf die Socken, nimmt an Geschwindigkeit auf und das ist dann tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Ausblick auf einen der kommenden Bauabschnitte. Da fehlen noch die ganzen Details, aber das werden dann so die nächsten Gleiskilometer auf der Schnellfahrstrecke werden hier. Aus der anderen Richtung kommend ein ICE-2 in dem Fall. Und hier haben wir auch nochmal einen Standortwechsel. Das ist jetzt zwischen Sommerau und Innsbruck, wo die Autobahn die Schnellfahrstrecke überquert. Und da haben wir auch nochmal einen ICE-2. Der hier dann langsam Fahrt aufnimmt. Streckengeschwindigkeit in dem Bereich, glaube ich, um die 200. Und wenn es dann Richtung Innsbruck runtergeht, wird es wieder ein bisschen langsamer auf Tempo 160 und irgendwann dann noch langsamer im Stadtgebiet. Aber da fehlt leider auch noch ein ganzes Stück, sonst hätten wir da auch schon längst mal eine Mitfahrt veranstaltet. Aber da muss noch einiges getan werden, bis wir hier wirklich die komplette Verbindung zwischen hier und Innsbruck Hauptbahnhof fertig haben. Dann, den kennt ihr auch bereits, den hatte ich mir damals tatsächlich nach einem realen Vorbild ungefähr zusammengestellt. Also ein Eurocity in dem Fall, denke ich mal, hat auch ÖBB-Kurswagen am Ende des Zuges mit dranhängen. Und hier auch nochmal der Blick über die Landschaft mit der Kiesgrube, der Autobahnbaustelle und so weiter und so fort. Jetzt sind wir, glaube ich, kurz vor St. Maurice. Nächste Zugbegegnung. Hier mal einer komplett in Verkehrsrot gekleidet, hier mit der 143. Aus der Hauseinfahrt rausgefilmt. Blick auf den Bahnhof. Nett ausdekorierte Gärten. Hier nochmal die 143, 642-7. Die Werbeplakate sind auch großartig. Die sind alle in diesem Motras-Bahnhofs-Bastelset enthalten. Da ist ja eine ganze Menge Dekomaterial mit drin. Und weiter geht's Richtung Sommerau. Und die nächste Zugbegegnung, auch wieder eine 155, diesmal im blauen Gewand mit einem Stahlzug am Haken. Und hier passiert er dann die Durchfahrtgleise. Weil auch eine Frage aufkam neulich, wie ich das ganze Setup gemacht habe mit diesen ganzen Güterzuglinien und Ausweichgleisen, da werde ich sicherlich auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, weil ich habe ja mittlerweile auch mehr Bahnhöfe gebaut. Ich habe das Ganze schon mal gezeigt anhand von Reichenbach, glaube ich,
wo ich dann auch ein paar Personenzuglinien vorgestellt habe und eben auch die Güterzuglinien. Und ich werde so eine Folge nochmal bringen, wo ich dann einfach auch mehr Beispiele zeigen kann. Also eben hier St. Maurice und Sommerau hat ja auch Ausweichgleise. Aber um die eigentliche Frage mal ganz kurz aufzugreifen, es fahren nicht, also das möchte ich nochmal kurz herausstellen, es fahren nicht alle Güterzüge, wie man gerade sehen konnte, auf die Ausweichgleise, sondern einige rauschen auch einfach durch. Und am Ende macht es halt die Mischung aus. Und so, wo ich aktuell meine Mischung habe, also ab und zu, hier in dem Fall, fährt mal ein Güterzug aufs Ausweichgleis und die andere Hälfte ungefähr fährt durch. Und das hat dann einfach eine gute Mischung ergeben, die einfach gut funktioniert. Also ohne übermäßig viele Zugstaus. Das läuft eigentlich alles ganz flüssig. Auch ein seltener Kandidat hier, der Interregio, unterwegs mit einer 120er. Wäre natürlich auch gut beheimatet, sage ich mal, auf der Schnellfahrstrecke. Aber das ist halt ein Umleiterzug, der hier entlang fährt. Da hier auch nochmal aus dem Bereich Museumsbahn, in dem Fall V200. Einheitlich mit Silberlinien unterwegs. Dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher hier Richtung Autobahnrasthof, den ich hier vor geraumer Zeit mal irgendwann hingestellt habe. Wie man sehen kann, auch ordentlich was los hier auf der Autobahn. 40 Tonner Schlange schlängelt sich hier durch. Und auch im Bereich Autobahnbau, da gibt es noch einiges zu tun. Auch so ein Thema, was noch ziemlich ergiebig sein wird. Aber ich bin durchaus zufrieden mit der ganzen Geschichte. Die hat sich schön entwickelt hier, die ganze Autobahnraststätte. Mit Tankstelle, Parkplatz, Gastronomie und so weiter. Dann machen wir nochmal einen Szenenwechsel. Der nächste Güterzug, den habe ich glaube ich auch nochmal neu bespannt für diese Aufnahmen hier. Das müsste auch irgendwas aus der Trax-Reihe gewesen sein, hier die Doppeltraktion. Zwei neue Varianten davor gespannt, die ich noch nicht unterwegs hatte. Das ist jetzt hier am Stadtrand Innsbruck, also Richtung Enzberg hinauf. Und dann sind wir nochmal ein ganzes Stückchen weitergegangen, das ist dann kurz vor Innsbruck. Berg. Direkt am Bahnübergang kriegen wir nochmal einen Railjet zu sehen. Und die nächste Zugbegegnung exklusiv ÖBB 1144 mit Doppelstock trifft Railjet mit Taurus. Auch eine durchaus schöne Zuggarnitur hier. Nächste Zugbegegnung. Nochmal der Railjet hier in einer meiner Lieblingskurven. Den Trailspottern recht beliebt. Und es sieht tatsächlich auch sehr nett aus, wie sich die Züge hier so hoch stehen. Es ist auch so ein bisschen S-kurvenförmig angelegt. Tempo 40 in dem Fall, weil der Kurvenradius so eng ist, den Berg hinauf. Und nochmal der Railjet. Richtung Innsbruck gleitet er in Richtung Tal. Hier sehen wir direkt auch schon den nächsten Kandidaten aus dem Bereich Museumsbahn, der gerade hier das Viadukt passiert, der Transalpin in der roten, ich glaube, Valusek-Lackierung nennt man das Ganze. Und wenn ich richtig informiert bin, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, der Herr Valusek oder Valusek, wie auch immer,
war, glaube ich, so eine Art Designer oder Chefdesigner von der ÖBB. Oder ist es vielleicht immer noch? Und daher der Name für diese Farbgebung. Und auch der schlängelt sich hier den Berg hinauf. Während der Güterzug schon oben angekommen ist. Dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich habe dann nochmal ein paar größere Perspektiven eingebaut. So ein bisschen für die Übersicht auch nochmal. Hier nochmal das ganze Tal hinter bis nach Reichenbach. Mit dem großen Viadukt gut zu erkennen. Der Kapellenberg im Vordergrund. Dann sieht man hier auch schön, wie sich die Gleise da so den Berg hochschlängeln. Ein bisschen so serpentinenartig, kann man fast sagen. Und hier nochmal der Blick ins ganze Tal hinter mit den Weinberg, mit den Weinanbaugebieten. Mit Schloss Neuganstein. Und all den Dingen, die hier so in den letzten knapp neun Monaten entstanden sind. Gut, nochmal kleiner Szenenwechsel. Hier auch nochmal weit rausgezoomt, um hier nochmal so eine ganz kleine Übersicht zu geben. Blick über Innsbruck und dann lassen wir die Drohne aufsteigen und dann sehen wir dort hinten St. Maurice und dieses ganze Tal hier. Und hier dann so den Blick auf die etwas aktuelleren Bauabschnitte. Unten am See gelegen, Sommersee und etwas erhöht hier rechts im Bild Sommerau. So ein bisschen X-förmig hat sich das ergeben durch die Gleissetzung und den Knotenbahnhof. Und hier drüben auf der anderen Seite des Berges dann eben die ganz aktuellen Bauabschnitte, die letzten Streckenkilometer, die wir so in den letzten Wochen über die Bühne gebracht haben. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für die heutige Folge. Weitergebastelt wird in der nächsten Folge und wir werden auch direkt an dieser Strecke hier weitermachen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.